Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei My Time mit Porsche. Ich bin jetzt gerade umgefallen und wieder wach geworden. Und weil wir ja heute mit Emily spielen oder uns treffen eben, die hat ja ein Spieldate ausgemacht quasi, haben wir jetzt hier nochmal eine Übersicht, wie das genau funktioniert. Da könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Ich switche hier gerade mal die Seiten durch. Einfach kurz Pause drücken und dann eben schnell lesen. Es sollte fast das gleiche sein wie bei Merlin damals, was da stand. So. Ich lese es mir auch noch mal ganz kurz so für mich durch. Ja, na gut. Das Geständnis, was sie da eben gemeint haben, ist halt, wenn man jemandem gesagt hat, dass man mit ihm quasi eine Beziehung führen möchte. So, ich sortiere mal alles weg. Das kann ich aufstellen, das kann ich aufstellen. Random Stuff, da kann das rein. Und das. So, das Buch lege ich jetzt erstmal hier rein. Ich brauche endlich mal eine neue Kiste hier für so Stuff, der irgendwie nirgendwo Platz hat, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. So, die Waschmaschine. Dann haben wir halt jetzt eine Waschmaschine und einen Trockner. Und noch einen zweiten Teddybär. So. Ich tue hier mal einfach alles in mein Zimmer, was geht. Ihr wisst das ja. Irgendwann werden wir das mal ordentlich machen, wenn wir mal heiraten wollen oder so. Aber im Moment ist mir das jetzt erstmal nicht so wichtig. Oh, Post. Und heute ist übrigens auch das Landrennen. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das mit der Zeit hinkriegen. Von Mai. Hi Lilly, du hast jetzt eine Kamera und ich eine neue glänzende Druckmaschine. Es ist Zeit, dass wir uns zusammentun und ein paar Artikel über örtliche Events und Leute schreiben. Ich finde, dass sich unser erster Artikel perfekt eignet, um über unsere Zusammenarbeit zu schreiben. So können wir die neuen Verbesserungen, die du für die Porsche Times gemacht hast, auch direkt feiern. Ich brauche ein Foto von mir und dir, der Außenseite der Porsche Times, der Druckmaschine. Gib mir Bescheid, sobald du fertig bist. Mai. Okay, müssen wir ein paar Fotos machen. Und jetzt gehen wir aber erstmal zum Landrennen. Das müsste hier hinten irgendwo anfangen. Landrennen, genau. Da. Müssen wir da hin, oder? Warte, laufe ich jetzt in die richtige Richtung? Ja, alles klar. Denn das würde ich schon gern mitmachen. Oh nein, ich habe, glaube ich, schon verpasst. Naja. Gucken, ich würde mich nämlich auch gern registrieren. Mal gucken, ob ich hier mitmachen darf. Teilnehmen. Tritt mit deinem Reittier im berühmten Jahr. Ich kann aber, glaube ich, nicht, weil ich kein Pferd habe, ne? Ich registriere mich trotzdem mal. So. Ich glaube, wartet mal, kann ich hier Pferd einfach nehmen? Nee. Wie läuft denn das Ganze, ist die Frage. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. 8 bis 16 Uhr. Was haben wir hier noch? Herbstfestwettbewerb, Kochduell. Oh, wir haben übrigens einen neuen Punkt. Ach, so viel zu tun. Gib dich zur Startlinie. Ja, darf ich dann jetzt hier eins der Pferde benutzen oder nicht? Nein. Nein, glaube ich nicht. Naja, gut. Dann eben nicht, beim nächsten Mal. Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich ein eigenes Reittier, sonst können wir da nicht mitmachen. Egal.
Ich meine, da stand ja auch mit deinem Reittier, ne? Aber es hätte ja auch sein können, man kann sich eins ausborgen. Ich stand jetzt genug Pferde, ich konnte halt nur nicht aufsitzen. Ja, da brauche ich mich jetzt auch nicht registrieren. Na gut, dann wird das Landrennen diesmal eben ohne uns stattfinden. Ist mir auch recht. Nächstes Jahr dann. Da haben wir dann hoffentlich ein Reittier bis dahin. Es bringt mir nur nichts, mir ein Pferd zu kaufen, wenn ich keinen Stall dafür habe. Wir haben übrigens inzwischen genug Geld, um unser Land hier zu erweitern. Ich mache hier nur mal die Bäume weg, weil ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt größer wird. Und ich möchte dann nicht, dass da gleich Bäume drin sind. Dann haben wir die wenigstens schon mal weg. Aber ich denke mal in diese Richtung hier, wo auch halt das Schild steht wahrscheinlich, oder? Dann mache ich hier mal alles weg. Ich weiß ja nicht, wie viel größer das wird. So. Dann können wir das hier mal bezahlen. Okay. Oh, schön. So, das nächste kostet dann wahrscheinlich 50 oder so. Ne, 100.000. Na, da müssen wir noch ein paar Brötchen für schmieren. Aber jetzt können wir hier mal vielleicht unsere Sachen ein bisschen rüberrutschen alle. Gut, hier wollte ich hin. Wie viel Faserstoff? 9 waren es, glaube ich. So. Das wäre das. Carbon, Stahlbarren. So, wir brauchten ja Lagerungen, glaube ich, ne? Ja, 6 Stück. So, können wir die inzwischen bauen? Flaschenzüge, was rede ich? Nicht Lagerungen, Flaschenzüge, so. So. Das wäre also das. Alles sortieren, ja. Der Stoff kann auch erstmal hier mit rein. Boah, und von dem Zeug haben wir ja so viel. Da kann ich vielleicht mal einen Stack verkaufen. Ja. Gut. Jetzt warten wir quasi auf die Flaschenzüge und auf den Stoff. Da können wir in der Zeit vielleicht mal die Fotografien machen. So, wir sollen Mai fotografieren mit uns zusammen, die Druckmaschine und die Porsche Times von außen. Dann machen wir mal erstmal die Porsche. Guckt mal! Das ist ja cool. Jetzt bauen die hier das Museum hin. Das ist ja klasse. Oh, große Klasse. Das gefällt mir voll gut. So eine richtige Baustelle. Das ist mir damals gar nicht aufgefallen. Ich habe das... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe das nicht gesehen, wie die hier diese Baustelle hatten. Da ist unser Baukran, den wir gebaut haben. Das ist ja geil. Okay. Dann will ich mir nachher mal die Stelle angucken, wo diese Brücke hin soll. Da unten. Irgendwo kommt die hin. Hier geht das Rennen entlang. Seht ihr das? Naja. Porsche Times von außen. So, wartet, dann muss ich mich ungefähr so hinstellen, glaube ich. Hallo? So. Jetzt drehen. So. Na, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Jetzt die Druckmaschine. Die Kamera spawnt quasi immer hinter mir. Das da hinten ist die Druckmaschine. So. Warte mal ganz kurz. Brich mal ab. Ich möchte da eigentlich nicht im Bild sein. Mach mal so. So.
Ja. Und dann noch ein Bild von mir und Mai. Und die Mai, die ist doch bestimmt beim Rennen. Dann gucken wir mal, ob die da eventuell ist. Hier, die können wir auch mal alle fotografieren, die Viecher. So. Dann die noch. So. Nee, das ist nicht gut. Mach mal den Kopf nach oben. Ja, so ist doch schön. So. Mai, bist du hier irgendwo? Nein. Hier ist er auch nicht. Ha! Keine Ahnung, wo sie sich rumtreibt. Was gibt's denn hier eigentlich so alles Schönes? Reiterklamotten, wunderschön. Tapete oder Decken, was ist das? Eine Decke mit Pferdemuster. Eine Lampe und ein Schaukelpferdchen. Eine Vogelscheuche und lauter lustige Sachen, die man an die Wand hängen kann. So, wartet mal, da drüben sind noch Viecher, die wir fotografieren können. Die Lama-König und so, die müssen wir auch noch fotografieren, aber... alles so nach und nach. Okay. So, was gibt's noch? Die Panda-Bären und so. Ich weiß gar nicht, Fische kann man, glaube ich, nicht fotografieren. Moment, wo ist denn Mai? Sehe ich die hier auf der Karte irgendwo? Nö. Gerade nicht. Hier hinten werden hier werden wahrscheinlich auch noch Leute rumstehen. Denke ich zumindest. Naja, wir finden sie schon. Zur Not dann morgen. Ist ja eh gleich vorbei. So, wartet mal, hier sind noch Leute. Da ist sie. Hey, bleib stehen. Hallo, Gruppenfoto bitte. So. Können wir nochmal die Haltung verändern? Geht das? Nö. Machen sie nicht, wenn ich links und rechts drücke. Na gut. Dann bitte lächeln. Gut. Dann haben wir schon alle Fotos erledigt. Diese Fotos sehen großartig aus. Halte Anfang nächsten Monat nach meinem Artikel Ausschau. Supi. Haben wir noch ein Foto? Bleib doch mal stehen. Schwierig. Wow. Der ist gut, aber der ist nicht... der. Na, komm schon. Der grüne Haken muss halt dran. Passt das? Ich glaube schon. Ja. Nee. Passt nämlich nicht. Wartet mal. Ich probiere es nochmal mit diesem hier vielleicht. Oder mit einem von denen. Da muss nämlich Sammlung dran stehen. Hallo? Warum nimmt er die nicht? Ich kann es übrigens nicht nach oben oder unten bewegen, falls ihr euch fragt.
Okay, so nimmt das. Aber dann sind sie mir zu weit weg, ehrlich gesagt. Wenn die mal stillhalten würden. Oh Mann! Ja. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ah, jetzt hat er es für die Sammlung genommen. Okay. Jetzt hat er es für die Sammlung genommen. Gut. Die da haben wir schon fotografiert. Die haben wir auch fotografiert. So, jetzt ist unser Date gleich. Ich will aber hier oben die noch. Laufen wir von hier aus dann zum Peach Plaza. Wartet mal. Hier oben waren da auch noch irgendwelche Viecher. Achso, das sind auch nur die Marienkäfer. Und hier? War hier noch irgendwas? Ah, hier waren die Pandamäuse, genau. Die möchte ich gern auch noch. So. Ja, gut. Okay, jetzt aber schnell zu unserem Date, bevor wir das denn noch verpassen. Das würde der guten Emily bestimmt nicht so gut gefallen. Eieieiei, schaffen wir das noch? Ich hoffe doch. Lauf! Ich muss mal kurz ein bisschen Pause machen. So, Peach Plaza, das ist so weit oben auch noch. Oh je. Das könnte ein bisschen eng werden. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Oh, schon 5 Minuten zu spät. Oh je. Zeit rennt aber auch, Leute. Wo ist er? Emily, ich bin da. Tut mir leid, ich bin ein bisschen spät. Hast du irgendwas bestimmt? Ich komme einfach mit. Was können wir denn mit ihr mal machen? Komm, mit ihr können wir doch vielleicht mal im Sand malen gehen und Feuerwerk machen. So, dann müssen wir hier hin. Oder in die Gruselhöhle. Das könnten wir auch machen. Weiß nicht. Komm mal mit, Emily. Wir gehen mal in die Gruselhöhle. Moment, ich mache dir hier den Weg frei, meine Liebe. So. Bitteschön. Damit du hier nicht gegen die Bäume läufst. Wir die gespenstische Höhle erkunden? Das können wir machen. Ticket für 2 Personen für 150 Gold kaufen, die Gruselhöhle. Ja, okay. Von mir aus. So. Ah, solltest du den Auslöser ausweichen? Kürzeste Zeit, wie viel Zeit? Passt wie oft du auf den Auslöser? Im Tisch im ersten Raum Höhlen an kannst du die einschüchternde Waffe kostenlos ausleihen. Scheinbar hast du einen Auslöser getroffen. Es passiert etwas aus dem Weg. Aha. Bitte nicht das Personal verprügeln, okay. Dann, komm mal mit, Emily. Hier durch? Nein? Wie komme ich da durch? Okay. Okay.
Kisten hier aufmachen? Nee. Ey. So. Gut, jetzt müssen wir da oben lang wahrscheinlich. Jetzt haben die hier halt Geister in die Höhle einfach so. Ja, auch witzig. Okay. Oh, oh, schnell ausweichen. So. Hä, aber hier oben geht's nicht weiter. Wo muss ich denn hier lang? Nein! Emily! Geht's hier weiter? Nein. Okay. Hier war doch noch irgendwo ein anderer Weg. Da. So. Achso, ich dachte, ich muss den abschießen. Ist das gruselig. Oh, oh. Alles klar, Emily? Ach. Oh Gott, Hilfe. Oh. Hilfe. Ja. Eieiei, hier sind jetzt... Oh. Nein! Hilfe! Ach du lieber Himmel. Okay. Muss ich die jetzt alle abschießen? Ah! So. Gibt's hier eine Map? Ich glaube, wir müssen hier weiter, ja. So. Hilfe! Ja. Dann geht's hier lang. Emily! Ja, ich helfe dir. Gut. So, einmal durch die Fledermäusis. Ich hab schon 33 Abzeichen verdient, Leute. Ach, Mist. Wäre ich einfach weitergelaufen, wäre es mir nicht passiert. Na, egal. Schon wieder so ein blödes, eiskaltes Händchen. Nein! Lass sie los! So. So. Oh, Mist. Ich kann nicht so schnell hintereinander schießen nochmal. So. Hilfe. Oh Gott. Ach, Mist. Und dann gleich noch der Geist. Ich glaube, 30 Mal haben sie mich schon erwischt. Oder? Also der, da oben der Geist in diesem Springkasten, der aussieht wie Jack in the Box. Das glaube ich, wenn die mich erwischen. Oh, schnell weg. So, ich glaube, wir sind durch. 46 Geistabzeichen. Kann ich mir hier was einlösen? Nee. Okay, liebe Emily, ich hoffe, du hattest Spaß. Ja, scheint so. Gut, gehen wir mit ihr vielleicht mal noch im Sand malen. Und Feuerwerk machen können wir eigentlich auch noch. Und wir könnten ein Foto machen. Ich glaube, da freut sie sich. Komm mal her. Komm mal her. Ein Gruppenfoto. So? Könnt ihr eure Haltung verändern? Ja. Schön! Im Fotoalbum gespeichert. Gut. Dann haben wir hier Feuerwerk. Ist das überhaupt, was hier liegt? Harz. Klar. Grünes und Rotes, wie sie sehen, hat sie gesagt. Lass es in die richtige Richtung weisen. Wähle ein Feuerwerk und lege es in der gewünschten Anordnung aus. Grünes und Rotes wollte die jetzt, ne?
Das ist rot, ja. Dann machen wir doch... Was? Ich habe gar kein Vorhof. Ach so. Ach, ich müsste das kaufen. Oder bauen. Ach Mensch, doof. Okay. Ja. Ich hätte gerne noch weitergemacht. Ja, sorry. Das wusste ich nicht. Wir können im Sand malen. Das geht. Das können wir machen. Ein Flugzeug. Ja, man muss halt immer diese Umrisse nachlaufen und dann freut sie sich. So, das ist eigentlich das, was gesagt ist. Oh. So. Also im Grunde malt man nicht im Sand, man latscht einfach durch den Sand und dann freuen die sich. Wow, das sieht genauso aus, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, supi. Nochmal? Vielleicht? Wo ist denn hier der Trigger dafür? So. Ja, komm. Oder wir gehen nochmal wippen. Ich glaube, wippen waren drei Dinger. Komm, wir gehen nochmal wippen. Schaukeln kann man auch, aber schaukeln kann ich nicht so gut. Ich habe gar kein Geschenk für dich dabei, liebe Emily. Vielleicht könnten wir ja auch einfach auf der Bank sitzen und ich schenke dir noch was. Müsste ich allerdings noch mal da nach Hause und was holen. So, dann gucken wir mal. Ich werde dir mal einen Kuchen aus meinem Lager holen. Den mag sie ja auch gerne. Aber morgen gehen wir dann wirklich mal zum Forschungszentrum vielleicht. Da. Den nehme ich mal mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht mal hinter noch zur Wippe. Hier müsste das sein, ja. Ja, und das ist jetzt quasi ein Spieldate und man kann aber auch eine richtige Verabredung haben, wenn die einen genug mögen quasi. So, möchtest du wippen? Ja. Genau, man muss immer gucken, dass man hier... Na, ihr lest es ja selber. So. Mensch. Ich musste Space drücken. Ja, genau. Man muss halt immer diesen roten Bereich treffen und dann... Dann freuen sie sich. Wippen macht den Dings da oben eigentlich ganz gut hoch. Den ersten habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Aber egal. Man muss da halt relativ schnell sein. Einen schaffen wir noch. Vielleicht sogar zwei, aber wir sind eh schon auf Anschlag, von daher. Alles gut. Sehr schön. Das hat echt Spaß gemacht. Das war cool. Vielen Dank für die tolle Verabredung. Wir sehen uns. Mach's gut. So, ich glaube, diese Geisterabzeichen, die können wir in der... Gilde einlösen. Warum ist mein Schwert nicht auf dem richtigen Platz? Weil wir diese komische Pistole in der Hand hatten. Ach, jetzt habe ich ihr gar nicht den Kuchen gegeben, ne? Ist sie hier noch irgendwo? Läuft die hier entlang nach Haus? Ja. Dann kann ich ihr den noch geben. Kriege ich auch noch mal ein paar Punkte. Hallo. Guck mal, Kuchen. Nom nom nom. So. So, die Sachen für die Kabel und so weiter müssten ja dann bald auch fertig sein. Dann können wir das morgen alles abgeben. Pferderennen fällt dann aus für uns, weil werden wir auch morgen nicht machen können. Haben wir ja immer noch kein Reittier. So, ich
Ich räume noch eben fix auf und dann ist aber die Zeit auch schon wieder um. Ach, jetzt habe ich das wieder weggelegt. Na, ist egal. So, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gern auch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei My Time at Porsche. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!